Zurück bei Last of Us 2. Wir sind im Skardorf angekommen. Vor Haven. Am Abend der Invasion. Wir sind hier gerade mit Yara und sind auf der Suche nach Lev, der sich irgendwo versteckt hat. Ich habe hier fast die Dings zurückgelassen. Die Jagdpistolenmunition. Righto. Wo geht's weiter? Hier? Our village is just on the other side of the farmlands. Great. Where are we going? See that tall tower? A space needle? What? Yeah, I see it. Hä, das ist da, ist die. Also, ich war bei der Space Needle. War das auf einer Insel? Ja, natürlich auch, dass die Insel wirklich erst danach entstanden ist, aber. Ja. Noch eine Tour durchs Maisfeld. Das hat man im Horrorspiel gelernt, dass das immer gut ist. Warst du schon mal in so einem Maisfeld? Ja, als Kind. Wieso? Ja, so. Einmal war ich auch in so einem Maisfeld, oder zweimal. Noch zwei. Glaube ich nicht. Also, dass das 50% schneller sein soll als vorher. Doch. Weiß ja nicht. Das hat vorher schon deutlich länger gedauert. Ausreichend, sehr gut. Oh nein, seine Shotgun raus. Oder so. Wozu haben wir denn die Jagdpistole? Wow. Dann aber noch einer, oder? Ja, warf noch jemand. Wollen nur so Hampelmänner. Wie er geguckt hat. Wie dieselbe Frisur als Yara, war ich jetzt gar nicht sicher, ob sie das ist. Sehr gut, Yara. Jagdpistole macht keine Gefangenen. Nö. Das ist auch die Jagd oder nicht die Gefangenenpistole. Gott. War das sein Arm oder seine Waffe fallen lassen? Jetzt ist der Jagdpistole völlig egal. Eigentlich sollte nur so eine Blutwolke übrig bleiben. Das war eine Sichel. Das ist besser als das. Ja, der andere ist auch ein Instant Kill. Ah, wurscht, das geht die Sicherheit. Recht gute Haltbarkeit. Kannst du ein bisschen Mais ernten mit. Sind das jetzt auch die Bewacher von der anderen Anlage gewesen? Willst du mal hoffen? Wieder auf die Treppe runtergegangen ist. In ihren Headshot quasi genau rein.
Hexenschuss. Fuck. That was rough. Let's get to the village. Hier mal jetzt haufenweise. Was ist voll? Holy shit. Zusätze. Wollen wir das mal machen oder sollen wir erst, was ist das hier? Das haben wir schon fertig. Das haben wir schon fertig. Das war doof. Das haben wir fertig. Dann machen wir sogar das, oder? Ah, oh, machen wir das. Kommt auch nochmal als nächste. Ich merke schon, Martin, je länger das Spiel geht, umso weniger Widerstandskraft hast du, um meinen dummen Skill-Empfehlungen noch was entgegenzusetzen. Das finde ich gut. Das hat mich gebrochen. Es geht einfach nur eine gewisse Zeit lang und irgendwann schaltest du einfach ab. Gib ich auf. Beim Nachbarn, die zu doof sind, den Biomüll richtig zu benutzen. Irgendwann. Irgendwann sind sie selber drin. Over here. Ich denke, bei uns unten in der Biomülltonne ein großes Schild nach da drüber direkt. Keine Plastiktüten. Wenn ich meinen Biomüll wegbringe, sind halt Plastiktüten voller Biomüll drin. Ich kann sie doch gerade schenken. Also Martins Nachbarn, wenn ihr gerade, wie wir annehmen, dieses Let's Play guckt, macht es mal richtig. Die Nachbarn gucken, glaube ich, immer unabsichtlich meinen Stream mit. Wenn ich halt auf Twitch streame, dann habe ich so einen Sub-Alert, wenn jemand abonniert. Ja. Und... ich lasse das meistens halt den Spielstand über die Kopfhörer laufen und die anderen Sachen über die Anlage. Ja. Und weil ich jetzt auch dann getrennt OBS abgreife und bla bla bla. Und das passiert mir so häufig, dass ich vorher dann noch irgendwie Musik gehört habe, relativ laut. Ja. Und das aber trotzdem von der Abmischung so komisch ist, der Sub, der Leute ist halt immer so laut in meinem Wohnzimmer. Die ersten paar Leute, die mal abonnieren, wenn ein Stream neu läuft, das hören glaube ich mindestens immer noch zwei Nachbarn, rechts und links. Ja, ist doch für die auch gut, dass sie wissen, wenn du wieder live bist. Sonst checken die das ja gar nicht. Dann verpassen die ja was. Ich glaube, die freuen sich, ja. Was ist denn hier mit dem Mais? Das ist doch noch guter Mais. Wieder aufgebaut. This is the one. Abby, help me. Das ist das Haus. Du musst da nicht rumbummeln, ist ja kein Streichelzoo. Das ist das Haus jetzt, oder? Von dem. Das wird jetzt noch stressig. What? Hey, kid.
should have. Ich weiß nicht, ob das nach Brandschutzrichtlinien okay ist, wenn man das Essen so fangen lässt, aber. Fällt vermutlich nicht mehr weit ins Gewicht. Andere Sorgen. Shouldn't we head back for our boat? No. I hear fighting back there. I hear fighting everywhere. There are lots of boats in Haven. That's what I was thinking. We can cut through Old Town. Avoid the main roads. How far's Haven? Not close, but it's our best chance. Just keep following us. Lead the way. Jetzt regnet's auch noch. Bleibt einem denn gar nichts erspart. Solange es nicht draußen auch nachher echt anfängt zu regnen, obwohl es nicht gut aufhört. Es hat gerade in dem Augenblick draußen voll geblitzt. Ja, Martin muss nachher noch von hier aus mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Das wird dann vermutlich wieder ein Kampf gegen die Elemente. Ja. Ich glaube, ich kann dir aber so ein Regen-Dings leihen, so ein Regen-Poncho. Na, schau mal, ist ja echt nicht so schlecht. Gar nicht so sehr, dass ich nicht nass werde, aber es ist irgendwie so Kopfhörer und Telefon und so, das ist so scheiße. Ach, das kauft man sich einfach alles neu, wie ein Rapper. Ja, ich bin aber kein Rapper. Ja, wieso eigentlich noch nicht? Das ist eigentlich die richtige Frage, warum nicht? How's your arm? I'm fine. I'm just tired. Yara, Mom believed with all her heart. I know. Then why would this happen to her? Our faith doesn't make us immortal. Loss is around every corner. But our faith guides us, find the strength to rise above that loss. She guides us. Down the street. Get inside, quickly. Die Pistole ganz weglegen, ist leer. Ist auch nur zum Drohen. Zum Posen, auch wie ein Rapper. Die so seitwärts halt. Jetzt neben der Geldbündel liegen. Guck. Da habe ich sie schon wieder. Fett. Under the door, quickly. We're leaving so many people behind. We can't help them. I know. Stay close to me. Okay. Oh God. We need to get off the street. Schießungskommando, oder? Lev. Dass sie auch die Zeit nehmen würden. This way. Aber bis jetzt raus, das stimmt schon. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass die nicht irgendeine krasse Nacht- und Nebel-Meuchelaktion als Gegenangriff vorbereitet haben. Ja, wir gehen einen anderen Weg. Die Alley across the street. Go. Moment. We need your help. Come on.
the wolf still nearby? I don't know. Just keep going. Yara. This way. Got one! No! Abby? Yara! Scheiße, die abgeschossen, oder? Yara, get up! Oh, fuck. Oh, man. We need to move. Come on. No! I can't leave her here! Stay back! Drop it! Now! Oh, shit. It's Abby. Stay back! Stand down. Oh. Isaac. What the hell are you doing? I need you to hear me out. What's that behind you? He saved my life. Move out of the way. We'll deal with you back home. He's not one of them, please. Abby, move. God damn it, he's just a kid. You have 3 seconds to get away from that scar. One. You really gonna shoot me? Two. I'm not fucking moving. No! What the fuck? Nein! Nö, ich bin total das noch mal. Hm? Was dann da volles Kind noch durchlöchert wird, ey. Na ja, gut, ihr habt ja gerade auf den Isaac geschossen. Also erschossen. Come on. Those were your fucking people. You're my people. Listen to me. We're gonna have to fight to get out of this, okay? And then I need you to show us to those boats. We don't let anybody stop us. Yeah? Krass, ey. Nee, ich meinte einfach, das kann man ja auf unterschiedliche Arten und Weisen inszenieren und es hätte ja gereicht, dass sie dann in so einem Gerangel abgestochen wird, aber dann halt nochmal so richtig übel durchlöchert zu werden, ist halt unnötig. Ja, was ist denn nötig, was ist unnötig? Na, auf jeden Fall. Ja. Mann, 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 da bleibt jetzt aber auch langsam keiner übrig langsam. Ja. Freund der Manny. Yara. Ja, also eigentlich Owen und Mel sind ja quasi auch schon des Todes. Das meine ich, das bleibt echt langsam nichts übrig. Er kann mit seinen, er kann zu seinen Leuten, zu Seraphit nicht zurück, sie kann zu den Wolves nicht zurück. Das sind alles Wolves, oder? Das, ist keine das sind alles Wahrscheinlichkeit, Wolves. Wahrscheinlichkeit, dass die sich gegenseitig... Nope! Tja. Ich würde sagen, dieses tolle Lagerhaus voller Wölfe nehmen wir für die nächste Folge auf. Ja. Dann wird Michi hier viel Spaß haben. Werde ich haben. Bis dann. Ciao.